So. Gut. Okay. Sind wir hier also oben auf der Galerie. Manu, Alter, warum ist denn hier nirgendwo was drin? Können wir hier ein bisschen Toast? Was ist das? Schuster, Junge? Baniert. Was ist denn das, Alter? Was ist denn das? Wieso? So, dann nimm dir da einen Schusterjungen mit und freu dich. Fantastisch. So, hier können wir durch. Warte mal, guck mal kurz hier noch irgendwo etwas. Sieht nicht so aus. Das können wir aufmachen, tatsächlich. Und sind... okay, alles klar. Sind in dem Flur. Können wir hier hinten noch was machen? Okay, mit ihr können wir nochmal sprechen. So! Chance. 1 zu 1 Million, dass was drin ist. Ich hab's gewusst. Hätte mich jetzt auch überrascht, tatsächlich. Hier ist noch eine Tür schon mal. Wo kommen wir denn hier hin? Uiuiuiui. Wir haben keine Ahnung, wohin mit dem Bett nur. Das Bett muss irgendwo mal kurz weg, du. Das hängen wir einfach hier mitten ins Treppenhaus drin. Das ist eine super Idee. Das machen wir. Also. So, was sind das hier für Geräusche? Kannst du auch mal eine Lampe? Also, ich hab schon das eine oder andere Mal gesagt, aber guckt euch doch jetzt mal diese Textur an hier. Also, die sieht ja wohl oberedel aus. Da hebst mal wirklich nichts zu meckern irgendwie. Das sieht wirklich groß, erstaunlich irgendwie, ne? Wie gesagt, vor 31 Jahren sah es noch anders aus. Ganz anders. Okay, aber die Tür ist nicht interagierbar. Warum ist die Tür nicht interagierbar? Warum kann man nicht da einfach mal an der Klinke rütteln? Mach doch mal an der Klinke wenigstens! Also, wieso? Schade. Schade, schade. Na gut, dann gehen wir eher mal nach unten. Schauen wir mal, was wir da finden. Ab in den Keller. Können wir hier was machen? Okay, hier ist also alles runtergekracht. Also, ich sag mal, die Dachsparren und alles, so sieht nur in Süd aus, muss ich sagen. Steht zwar ein bisschen wackelig hier vorne auf dieser Planke, aber hey, cool. So, was haben wir hier? Medizinkistenschlüssel. Ah, alles klar, das ist im Zimmer der Kleinen. Finden wir das? Sehr schön. Okay. Gut, wir hatten einen neuen Anhaltspunkt. Tatsächlich wird der Backtracking jetzt immer mehr. Ah, der Teppich, wunderbar. Das ist mir nochmal wichtig gewesen, jetzt hier nochmal so einen Teppich zu finden. Okay, die ist verschlossen. Kann man denn durch die hier vorne durch? Speisesaal. Von dieser aggressiven Fäulnis. Tja, was hat das mit dieser aggressiven oder generell mit... Was ist diese Fäulnis? Was hat es damit auf sich? Über die Allgegenwärtigkeit des Bösen. Dort findet sich Tugend und Fahrlässigkeit. Gedankenvoll lichter Gleichgültigkeit. Doch suche die Schuld nicht bei Urzeitgetier, das einst wir waren. Nein, suche sie hier. Auch nicht bei den Bösen, die Sünden begehen. Ihr seid nun jene, die grinsend dort stehen. Bedeutungslos ist, was wir Gutes tun, worauf unser Stolz und Hoffnungen ruhen. Einsam und lichtlos, das Truglicht ist Schein. Propheten des Stolzes stürzen, allein. Hört mich und wisset, gezeichnet sind wir. Allein. In der Finsternis. Alone in the dark. Ja, hat jetzt unsere Frage auch nicht beantwortet, aber... Okay. Nicht minder bedeutungsschwanger. So, hier ist schon ein wenig Rotwein im Dekanter. So. Und wir sind hier. Okay, alles klar. Perfekt. Denn, warte mal, hier können wir gleich nach hier durchlaufen. Das ist ja ganz gut. Wir hätten jetzt noch eine tiefer laufen können.
Das können wir auch gleich mal machen, aber es bietet sich einfach gerade hier an, mal kurz an die Medizinkiste ranzugehen. Wir haben noch einen Wohnzimmerschlüssel. So, Dr. Jenkins Halspastillen. Ich habe jetzt hier Pulmol gefunden, oder was? Dafür dieser ganze Affentanz? Eines von mehreren Medikamenten, die die Autorin Cassandra Bogart verschrieben wurde. Diese Flasche enthält Tabletten, die Halsschmerzen lindern und zwei lebenswichtige Vitamine enthalten sollen. Ja, das Wunderelixier. Ah, schön. Dann nimm noch ein paar mehr mit. Nimm mal was eins mit, oder wie? Ich doch. Wieso? Okay. Ja, keine Ahnung, wo wir jetzt die Halspastillen irgendwie unterbringen. Aber wir schauen dann nochmal kurz eine Etage tiefer. Warte mal, war hier unten eine Tür? Nee, ja, eine zugestellte, die in den gleichen Raum geht. Okay, wir müssen hier drüben hin. Ach so, ja, genau. Hier war ja der wunderschöne Teppich. Und wir können nicht weiter runter, verstehe. Ich brauche den Schlüssel. Der wird es nicht sein wahrscheinlich. Wohnzimmerschlüssel. Wir haben ja noch einen Keil, den wir wegschieben können. Und wir haben den Wohnzimmerschlüssel. Wir müssen wieder auf die Karte schauen. So, hier oben haben wir jetzt quasi wahrscheinlich für da oben, ne? Weil jetzt leuchtet das Puzzleteil grün. Jetzt ist es lösbar. Okay, wahrscheinlich wird es das sein. Das Zimmer, wir kommen, wir würden so hochkommen. Ich würde hier unten nochmal ganz kurz schauen, ob wir da durchkommen. Wenn wir nicht kommen, weil da steht. Oh, was haben wir da? Ach, jetzt haben wir das eine Ding voll. Das hat mir gefehlt. So, was haben wir jetzt hier? Die große Depression. Z-Bonus, Text anzeigen. Dann zeig mir noch den Text an, mein Kleiner. Verbotenes Wissen. Nicht. Wieso macht das denn nicht? Jetzt würde ich doch wissen, was hier aus Rattengift, einem Brötchen und einer Spritze irgendwie zu erhören ist für ein verbotener Text. Du nimmst Rattengift, spritzt es in eine Brötchenrinde und gibst es zum Frühstück oder was. Und dann kannst du eh ein Minimum, wer schafft dann eigentlich. Hm. So, jetzt kurz mal, warte mal. Also hier war zu, ne, und hier komme ich jetzt nicht durch, ne? Nee, komme ich nicht. Alles klar. Gut, damit kommen wir natürlich auch nicht in diese anderen, in diesen anderen Trakt rein. Okay, gut. Denn wenn wir mal zu dem lösbaren Rätsel rennen. Aber es sieht schon schön aus. Ja, ich muss doch sagen, für ein Horrorspiel ist das relativ hell und freundlich. Noch. Wohlgemerkt, noch. Aber es sieht schön aus. Also es ist vor allen Dingen auch für uns mal schön, tatsächlich halt ein Spiel auch bringen zu können, was eben nicht irgendwie, und ich liebe Pixelspiel, aber halt Pixelspiel ist. Ne? Mal so, so diese Indie-Game-Grafik. Ist fest verkeilt. So, der Maler. Was war das gerade? Es hat geklappt. Und daher finde ich es mal ganz gut irgendwie. Schön ist halt auch wirklich das, was recht aktuell bringen können. So, was ist hier mit dem Grammophon? So, hier können wir erstmal ein bisschen. Ich glaube, mir fehlt noch etwas. Okay. Die Barlow-Linse. Anleitung. Um die Vergrößerung Ihres Teleskops zu verdoppeln, bringen Sie einfach diese Barlow-Linse an Ihrem Gerät an. Dann nutzen Sie die Feineinstellungen, um den Abstand zwischen Ihren Linsen einzustellen. Das ist recht einfach, solange Sie durch das Okular schauen. Suchen Sie einfach nach einer Position, in der das Bild gut zu erkennen ist und flach erscheint. Wenn Ihr Teleskop korrekt eingestellt wurde, sollte Ihr Teleskop ein klares Bild mit hervorragender Vergrößerung bieten. Okay. So, wollen wir die Barlow-Linse. So, Kellerschlüssel. Schön, okay. So, das ein Hundehalsband. Mhm. Auch das haben wir vollständig. Verlorene Kinder. Öffnet den Schrotflintenschrank. Halleluja, Freunde.
Na, Hallöchen, Hallöchen. Das ist doch schön. Das finde ich gut. Was ist das? Das ist aber fies gemacht tatsächlich irgendwie, dass du durch das Sammeln von Collectibles das freischaltest irgendwie innerhalb des Games. Das ist ziemlich krass. Ihr Schweine! So, okay. So, die Barlow-Linse haben wir jetzt noch nicht gefunden. Na, ist auch noch nicht lösbar. So, warte mal, in der Bibliothek war das Ding, ne? So, dann gehen wir mal rüber. In der Hoffnung, die Schrotflinte zu halten. Oh ja. Wir haben die Schlonze. Schrotflinte. Wunderbar. So, wie können wir die denn? Wie können wir denn da switchen? Achso. Ja, und wie greife ich. Ich habe jetzt hier kein Digitalkreuz, Freunde. Heißt also. Wie komme ich denn da hin? Was ist denn das für ein Quatsch? Hallo! Würde gern wechseln. Aha, okay, alles klar. Super gut. Okay. So, wir haben Schlüssel. Wir haben Schlüssel gefunden. Den Kellerschlüssel. Wohnzimmerschlüssel. Der Wohnzimmerschlüssel ist für mich immer noch jetzt eine kleine Frage. Ich würde mal sagen, wir gehen mal zu diesem Raum hier hin. Vielleicht kriegen wir das irgendwie geschissen. Vielleicht entdecken wir was Neues. Who knows? So, wieder Pipe-Papa-Papa, zurück. Kommen wir in den. Ach, hier können wir auch lang. Ne? Hier können, tatsächlich können wir das ja hier auch mal probieren. Nein, gehen wir nicht. Ja, stand ja auch da, ist halt versperrt, ne? Wäre auch zu schön gewesen, das hätte jetzt alles ziemlich abgekürzt. So. Aber Leute, hey, schreibt mal, wie fällt es euch denn überhaupt gerade so das Spiel? Hattet ihr denn Alone in the Dark so ein bisschen auf dem Schirm? Wolltet ihr das sehen? Was? Warum komme ich jetzt hier nicht mehr zurück? Nimm ich. Komm her, du Punk. Boah, ist so langsam damit, Alter. Nein, er hat's kaputt gemacht. Er hat meine Spitzhacke kaputt gemacht. Okay, aber das war jetzt gerade. Das war ein fieser Übergang. Das war ein ziemlich fieser Übergang, mein lieber Herr. So, hier haben wir noch so ein olles Rohr. Ne, aber auch so eine Spitzhacke. Ne, wo man denkt, Alter, ey, so eine Spitzhacke hält einfach mal ewig. Ewig. Ja, jetzt bräuchte ich hier. Aber nein. Krass. War tatsächlich gerade ein ziemlich cooler Cut. Hat mir gut gefallen. Was nu? Hast du da über die bist du auf der Stufe ausgerutscht oder was? Hast du eine Stufe überschritten? So, okay. Dann lass uns mal gucken. Eine Cutscene. Heute koche ich, morgen baue ich. Oh, Mietz. Hast du doch eine Katze? Was machen Sie in meiner Küche? Ich verspreche Ihnen, Mr. Hardwood ist nicht in meiner Küche. Und auch Sie sollten nicht hier sein. Raus hier, los! Ich wollte nicht. Verzeihung. Spinnt die ein bisschen? Katzen kochen, aber wir sind hier die komischen Freaks, oder was? Ich geh nochmal rein mit der Schrotflinte. Nur um meinen Standpunkt nochmal klar zu machen. Mal schnell nachladen. Oh, munitionstechnisch schwierig.
Naja, hat natürlich abgeschlossen. Blöde Zippe. So, kommen wir hier rein. Ja, weil hier sind wir auch wahrscheinlich nur durchgekommen vorhin. So, der Weinkeller. Munition, okay. Wir finden für die Schrotflinte relativ viel Munition jetzt. Also relativ häufig, sagen wir mal so. Nicht viel, häufig. Ein Ticket. Okay. Eine Fahrkarte. Ja, ist ja tatsächlich wirklich mal zu gucken, irgendwie, ob wir jetzt nicht noch irgendwas freigeschaltet haben. Verbotenes Wissen war. Okay. So, nochmal. Sich im Mond. Verbotenes Wissen schaltet eine versteckte Erinnerung auf dem Dachboden frei. Verbotenes Wissen, verbotenes Wissen, verbotenes Wissen. Geheimes Ziel. Könnte auch interessant sein. Geheimes Ziel. Davon haben wir natürlich noch gar nichts. Aber, also nicht, dass wir jetzt schon das Coolste haben, und zwar mit der Schrotflinte. Ja, Wohnzimmer. Kellerschlüssel. Jawohl. Klick, klack. So, dann werden wir jetzt erstmal den Spätburgunder hier niedermachen. So, was ist das? Ein Kruzifix. So, hier drüben liegt ebenfalls noch was. So, hier Strom, hier werde ich jetzt nicht vorbeikommen. Was? Ey, oftmals passieren hier so viele Sachen und ich... Was ist denn das? Schlüsselgegenstand, ein Schalter. Eine Sicherung, die an einem Sicherungskasten gehört. Okay. So, keine Sicherung. Okay, gut. Schauen wir mal, es geht darüber, wo ich nicht hinkomme. Der ist doof. Aber hier ist der Sicherungshebel. Das war jetzt schön fipslig, Alter. Ja. Es hat geklappt. Ja, weiß ich nicht, ob das so schön ist, was hier geklappt hat. Es ist duster, wie Hulle. Und hier werden wir wahrscheinlich ein Ventil kriegen. Ventilgriff. Wird zum Einstellen von Wasser- und Dampffluss verwendet. Okay, alles klar. Kann ich denn die Sicherung wieder einschalten? Ich würde ja eine Licht wieder anmachen. Also selbst als erwachsener Mann muss ich sagen, wenn jetzt hier einfach so im Keller das Licht ausgeht, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Angst habe, aber ich hätte auf jeden Fall ein sehr, sehr mulmiges Gefühl. Ja, ist keine Komfortzone gerade, denn. So, natürlich können wir sie nicht wieder anschalten. Oh, Freude. Oh, Freude. So, okay, dann schauen wir mal. Was hat? Probier mal die Schlonze aus. Bin immer so knitterig tatsächlich so mit Schrotflinte, weil ich mir denke, komm, das musst du für einen Boss aufheben oder irgendwas. Und dann findet man meistens eine Waffe und dann benutzt man die ja nicht mehr. Oh, Schaufeln immer mit. Ja, da liegt einer. Schuss! Ist die Alte noch in der Küche? Nee, natürlich nicht. Die hat das wie alles ausgemacht, wa? Doofe Hulle. So, gucken wir mal, ob wir jetzt hier mit dem Ventilgriff... Oh, das ist alles duster. Können wir jetzt damit was machen? Würde ich das super finden. Jawohl, wir können. Ah, wie schön. So. Fiese Atmosphäre, ey. Oh Mann. Jeremy? Jeremy? Jeremy! Mann, ich habe überall nach dir gesucht. Hat der ein Auge hinten am Kopf? Was zum Teufel ist hier los? Wo
Wo ist die Leiche? Zerbrochene Scheibe. Und wir haben die letzte Scheibe gefunden. Aber... Also, ich muss wirklich sagen, ich kann mir tatsächlich noch nicht irgendwie zusammenreimen, was die Story hier ist irgendwie. Also, sie ist für mich tatsächlich erstmal nicht vorhersehbar, was jetzt nicht viel heißen mag, ne? Aber da muss ich schon sagen, irgendwie, das ist jetzt nicht so, dass man sagt so, ja, klar, gut, wir fliegen nachher mit dem Hubschrauber Richtung Sonnenaufgang. Resident Evil Style. Also, finde ich schon echt gut. So, okay. Ah, wir brauchen ja noch eine. Wir brauchen ja noch eine. Und zwar wahrscheinlich da, wo der Wohnzimmerschlüssel ist. So, warte mal. Candy wusste nicht, was er mit der grotesken Erscheinung des toten Sekretärs anfangen sollte. War er tot? Oder war das alles nur Einbildung? Repariere die Zierscheibe am Heizkessel. Na, ist ja super. Wir haben keine andere Mission. Das ist Käse. Das ist mal richtig Käse. Da können wir überall nicht weitermachen. Da ist das Wohnzimmer. Da ist das Wohnzimmer. Was ist denn das für ein Wohnzimmer? Na sag mal, so ein Zwergending hier. Okay, im ersten Stock. Wir müssen zum ersten Stock, Leute. So, was haben wir denn da hinten? Patronen? Ah, wunderbar. Sehr gut. Muss hier nachladen. 6 Schuss. Ach Gott. So, was natürlich echt viel Würze für mich nochmal reinbringt, ist natürlich, dass du selbst in diesen Situationen ganz schnell quasi in diese andere Welt gezogen werden kannst. Ich gehe hoch. Ach nee, warte mal, kann hier auch. Und dass du ganz plötzlich vor Feinden stehst irgendwie, ja? Jetzt denkst du ja, oh, ist ja eigentlich alles easy peasy, ist ja alles schön entspannt hier. Hier kann ja nichts passieren. Okay, hier wollte ich jetzt eigentlich ja nicht hin. Okay, noch ein Buch. 1 von 3. Ah, hier wollte ich doch ja nicht hin. Wollte jetzt eigentlich nicht so den riesen Umweg laufen, aber ich glaube, ich muss. Ich muss. Na gut, okay. Nehmen wir schnell in Kauf, was soll's. Backtracking. Muss halt einfach sein. Bär. Gruseliger Bär. So, okay. So, dann lass uns mal das Wohnzimmer aufschließen. Obwohl ich sagen muss, dass das Wohnzimmer echt klein ist. Für so eine Verhältnisse von dem Haus, ey. Diese Proportion. So, dann wollen wir erstmal am Globen schauen. Da fehlt etwas. Ja. Das, wo ist Frankreich? Freunde, wo ist Frankreich? So, okay, wir gucken erstmal. Türen. Ist nichts, hier ist nichts. Das Badezimmer. So, jeder, der Grudge etc. kennt, weiß, geh niemals an seine dreckige Badewanne. Oh, hör auf. Oh, Spinnenweben hier hinten. Na, könnte man auch mal sauber machen, Freunde. Gut, okay, das war nichts. Wir gehen mal hier rein. Cutscene. Was wird das? Malst du ein Bild? Nichts Besonderes. Mir ist langweilig. Kenne ich dich von irgendwoher? Ich erinnere mich an Sie, Mr. Carnby. Woher? Ja. Oh, unisono. Nicht anfassen. Cassandra fände das nicht gut. Das fände sie gar nicht gut.
Weißt du, wo sie ist? Ich will lieber nicht drüber reden. Das macht mir Angst. Außerdem kommt sie nach dem Johannesfest wieder. Glaubst du? Ja, so steht es geschrieben, Mr. Carnby. Und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. So interessante Worte, junge Dame. Ich gehe dann lieber, wenn das okay ist. Ich bleibe nicht gerne lange an einem Ort. Mr. McCarthy könnte mich finden. Hey. Warum sucht er dich denn überhaupt? Ist er gemein zu dir? Nicht alle müssen gerettet werden, Mr. Carnby. Das sollten Sie langsam wissen. Ey, so ein Statement von so einer Achtjährigen, wisst ihr? Unglaublich. So, ich speichere mal hier. So, wir haben einen kleinen Notizzettel. Ihre Medikamente. Miss Bogart, heute habe ich Ihre Medizin beim Postamt abgeholt. Wie Sie wissen, muss sie zu Ihrer eigenen Sicherheit von den Pflegekräften verabreicht werden. Ich habe die Kiste fürs Erste in Lottis Zimmer gestellt und ich bin sicher, sie wird sie so bald wie möglich aufsuchen. Mr. Waits. Ja, die müssen verabreicht werden. Hier ist Cassandra Bogart. Oh, entschuldige bitte. So, Margrave Linnemant. Schlüsselgegenstand. Eines von mehreren Medikamenten, die Autorin Cassandra Bogart verschrieben wurde. Diese spezielle Flasche enthält eine Tinktur zur Schmerzlinderung, die als die vierte Version des beliebten Rezepts der Firma verkauft wird. Gelandet. Aus irgendeinem Grund hatte ich angenommen, sie wäre vor Jahren gestorben. Ja, der Rollstuhl steht hier. Die Frage ist also, wo ist sie? Wieder mehr von dieser Fäulnis. Als würde sie mich irgendwo hinführen. Aber wohin? Aha, okay. Gut, wir müssen Fäulnis, wir müssen sortieren. So, das sieht nach hier aus. So, die können wir drehen. Stellen wir mal erstmal hin. Sieht gut aus. Wir haben's. Die Fäulnis hat die Form einer Schlange. Hier muss es etwas Wichtiges zu finden geben. Vielleicht haben die Zahlen auf den Etiketten etwas damit zu tun. 257, was war jetzt die in der Mitte? Was war jetzt das in der Mitte? Oder war das in der Mitte jetzt nicht mehr relevant? Ist das jetzt eventuell die Safe-Kombination? Schreibt mal auf. Die 2, machen wir da 5. Und dann ist... Ist ja nicht die 7, ne, oder? Aber ich meine, ist die 7 zu sehen? Wir können es ja mal sagen. Wir sagen es mal, ist die 7. Die Frage ist, was war das andere? Verdammt. Kann man das noch irgendwie sehen? Das ist ja schwierig. Schwierig. Ist ja auch schwierig, Freunde. Okay, wir schauen mal weiter. So, okay, alles klar. Wir haben das nächste Schloss hier wieder. Wieder eines von diesen seltsamen Vorhängeschlössern. Nein, wir sind wieder in der Sternzeichenhölle. Nein! Dürfte das jetzt hoffentlich ein bisschen besser gehen. Schöne Sache. Und da haben wir die letzte zerbrochene Scheibe für den Kessel unten. Wie schön, wie gut. Ich mag es, wenn Sachen durchgestrichen werden. Okay, gut. Können wir ansonsten hier noch irgendwas finden? Nee, ne? Ich glaube, das war's dann. So, ich hoffe, wir konnten unbehelligt runter. Wir können natürlich noch im Nebenraum erstmal schauen. Und zwar hier waren wir noch nicht dran. Okay, das ist das Zimmer der Kleinen. Das muss das Zimmer von diesem Mädchen sein. Warum kommt sie mir so bekannt vor? Weil wir die schon in der Demo gespielt haben. Deshalb kommt sie dir so bekannt vor. Mach dir keine Sorgen, Grace. Spiel dein Spiel. Blöke und schrei mit den anderen. Ich bin auch nicht neidisch. Es wird mehr Maskenbälle geben. Aber so oder so. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meine Maske für das Fest fertigstellen würdest. In Liebe, Ruth. Jedes Mal. Jedes wirklich gottverdammte Mal, wenn die Tür zugeht. Ha.
Ich weiß nicht, wer kam auf die Idee gekommen, das wird doch ein tolles Kinderspielzeug sein. Ah, ist der Kastenteufel. Wunderbar, 1 von 3. Super. So, Grusel. Oh, das ist krass. Das sieht mal cool aus. Achtet mal da hinten auf den Spiegel. Cool gemacht. Cool gemacht. Gefällt mir richtig gut. Schöne Perspektive. Toll. Ich bin so erfreut, dass man mein Spiegelbild hat. Das flippe förmlich aus.